du willst nicht abnehmen. Ganz bestimmt willst du das nicht. Vielleicht wunderst du dich über meine Aussage, denn schließlich hast du diese Hypnose zum Abnehmen geklickt. Aber schau dir das Wort bitte einmal an. Abnehmen, das bedeutet, du nimmst etwas, du übernimmst etwas. Und genau das, das ist nicht dein Ziel. Du willst nichts nehmen, sondern du willst etwas loslassen. Du willst Gewicht loslassen. Du willst ungünstige Denkmuster loslassen. Und du willst Gewohnheiten loslassen. Und glaube mir, loslassen ist immer, immer viel einfacher, als etwas zu nehmen. Darum wird diese Hypnose dir zeigen, wie du dein Gewicht einfach loslassen und dich damit befreien kannst, körperlich und geistig. Es ist viel einfacher, als du es dir bislang vorgestellt hast, sofern du diese Hypnose die nächsten 30 Tage jede Nacht vorm Einschlafen hörst. Dann wirst du deinen Geist auf Loslassen programmieren. Dann wirst du immer mehr den Körper deiner Wünsche bekommen. Und dann wird deine Waage zu deiner besten Freundin. Und dein Anblick im Spiegel, der wird zu einem der schönsten Momente deines Tages. Ich begleite dich auf diesem Weg. Mein Name ist Martin Wehrle. Und wenn dir diese Hypnose gefällt, dann kannst du dich auch von mir jeden Tag deines Jahres auf Kurs halten lassen für mehr Leichtigkeit und mehr Selbstbewusstsein. Den Link zu den kostenlosen Testtagen meiner 365-Tage-Challenge findest du unter diesem Video. Stell dir vor, du hältst eine schwere Hantel mit einer Hand, während du deinen Arm zur Seite ausstreckst. Stell dir das wirklich vor, diese schwere Hantel am ausgestreckten Arm. Was passiert jetzt? Spürst du den Zug, den die Hantel auf deinen Arm ausübt? Spürst du, wie es dir immer, immer schwerer fällt, den Arm noch gerade zu halten? Und spürst du auch, welches jetzt dein größtes Bedürfnis ist? Du willst diese Hantel loslassen. Du willst deinen Arm von ihr befreien. Du willst deinen unbeschwerten Körper zurück. Und in dem Moment, in dem du wirklich die Hantel loslässt, in diesem Moment befreit dich das. Dein Unbewusstes, das hat jetzt schon verstanden, dass du genau diesen Vorgang auf deinen ganzen Körper übertragen kannst. Niemals, niemals ist es leicht, ein großes Gewicht zu tragen. Und immer, immer ist es leichter, große Gewichte loszulassen. Und wenn du dein Körpergewicht als zu groß empfindest, dann musst du nur eines tun, es loslassen. Denn das macht dich leicht, das macht dich frei und das macht dich unbeschwerter. Du warst leicht, als du zur Welt gekommen bist. Und diese Leichtigkeit,
die ist nach wie vor in dir angelegt und du kannst dich mit ihr verbinden. Aber wie genau machst du das? Eine Hand lässt du los, indem du deine Finger öffnest und dein überzähliges Körpergewicht, das lässt du los, indem du deine Gedanken öffnest. Viele Menschen haben genau das noch nicht verstanden, dass man immer nur an einem Ort abnehmen oder besser gesagt leichter werden kann, und zwar im Kopf. Ganz viele Diäten scheitern daran, dass Menschen zwar äußerlich Ernährungspläne umsetzen, aber ihr Kopf, der ist noch auf Schwere programmiert. Die Gedanken, die haben die alten Muster noch nicht losgelassen. Die Folge ist dann, dass diese Menschen ihr verlorenes Gewicht nach kurzer Zeit wieder ansetzen. Doch du bist jetzt auf dem Weg, dauerhaft schlank zu werden. Du bist auf dem Weg, in Gedanken die Schwere deines Körpers wirklich, wirklich loszulassen. Du bist jetzt auf dem Weg, so leicht zu werden, dass du mit federnden Schritten durch diese Welt gehen kannst. Dass du dich jeden Tag an deinem Körper erfreuen kannst. Dass dein Körper genauso leicht wird wie deine Gedanken. Dass er schwebt und überall hin kann, wohin er will. Wenn du beobachtest, was dein Atem jetzt tut, bekommst du einen Vorgeschmack auf diese Leichtigkeit. Du atmest ein und es geht ganz leicht. Es passiert wie von alleine. Und du atmest aus und es geht ganz leicht. Es passiert wie von alleine. Wiederhole das nun. Du atmest ein und spürst, wie diese leichte, diese positive Energie in deinen Körper fließt und durch jede Pore deiner Haut kribbelt. Und du atmest aus und lässt alles, alles los. Achte darauf, wie das Ausatmen dich leichter macht, immer, immer leichter macht. Du atmest ein und du atmest aus. Und wenn du ausatmest, kannst du alles loslassen, was sich noch nicht leicht genug anfühlt. Du kannst Gedanken loslassen. Du kannst Sorgen loslassen. Und du kannst Gewicht loslassen. Du spürst mit jedem Atemzug, wie du leichter wirst, wie du loslässt, wie du dich befreist
von jeder Schwere. Du atmest Leichtigkeit ein und du atmest Leichtigkeit aus. Du entdeckst die Leichtigkeit des Seins beim Atmen. Und während du diese leichte, frische Luft atmest, während du spürst, wie sie leicht und kribbelnd durch deinen ganzen Körper fließt, derweil spürst du, wie die Leichtigkeit der Luft auf dich, auf deinen Körper übergeht. Du warst winzig, du warst ein Embryo, du warst leicht und wurdest getragen von Flüssigkeit. Und diese Leichtigkeit, die ist in deinem Kopf noch immer gespeichert. Du musst sie nur freilegen. Je mehr du dich auf diese Leichtigkeit konzentrierst, je mehr du sie für dich entdeckst, desto bewusster wird dir, dass du alles, alles loslassen kannst, was dich noch an dieser vollkommenen Leichtigkeit hindert. Du bist für Leichtigkeit gemacht. Es ist leicht zu atmen. Es ist leicht zu leben. Und es ist ganz leicht, Körpergewicht loszulassen. Du kannst es loslassen wie eine Hantel und du genießt, sobald du dich davon befreist. Stell dir das Bild vor, wie du aussiehst, wenn du so leicht bist, wie du es dir wünschst. Nicht wie die anderen es wünschen, denn die Wünsche der anderen spielen keine Rolle, sondern so leicht, wie du es aus tiefstem Herzen willst. Woran genau merkst du, dass dein Körper eine neue Leichtigkeit erlangt hat? Was fällt dir jetzt leichter als zuvor beim Gehen, beim Treppensteigen, im alltäglichen Leben? Was verändert sich an der Art, wie du dich durch dein Leben bewegst? Was verändert sich an der Art, wie du dich selbst im Spiegel ansiehst? Und was verändert sich an der Art, wie du über dich und deine Figur denkst? Und wie erklärst du es, dass dir jetzt Bilder in den Kopf steigen, die dich mit einem leichten Körper zeigen? Bilder in den Kopf steigen, die dich mit einem leichten Körper zeigen. Einem Körper, mit dem du dich vollkommen wohlfühlst. Woher kommen diese Bilder
der Leichtigkeit, die du jetzt immer deutlicher vor dir siehst, wenn nicht aus deinem tiefen Unbewussten, das um deine Leichtigkeit weiß. Vielleicht siehst du dich jetzt im Spiegel, siehst dich schlank, während du ein Kleidungsstück trägst, das du schon immer tragen wolltest. Oder du siehst dich im Spiegel ohne Kleidung und erfreust dich am Anblick deines Körpers. Du siehst im Spiegel einen Körper, der losgelassen hat. Einen Körper, der leicht ist. Einen Körper, der wie dein Atem geht, nämlich ganz von allein und mit einer federnden Leichtigkeit. Du siehst jetzt, du spürst jetzt die Leichtigkeit, die in dir angelegt ist. Diese Leichtigkeit, die du durch einfaches Loslassen in dein Leben geholt hast. Und je intensiver du dir deinen leichten Körper, deinen leichten Gang, dein leichtes Leben vorstellst, desto mehr bemerkst du, dass es jetzt nur noch ein einziges Hindernis gibt. Viele Menschen halten fest an der Vorstellung, es sei schwer, Gewicht zu verlieren. Und weil sie es für schwer halten, fällt es ihnen auch schwer. Doch du hast jetzt begriffen, dass Loslassen immer, immer leichter, viel leichter als Festhalten ist. Und ganz egal, welche Gewohnheiten es sind, die noch zwischen dir und deiner gewünschten Leichtigkeit stehen, du kannst sie loslassen. Du kannst sie durch Leichtigkeit ersetzen und du spürst, dass mit Leichtigkeit alles geht. Und falls da doch noch ein Rest, ein leiser Zweifel ist, dass du zum Beispiel bestimmte Essgewohnheiten nicht einfach loslassen kannst, dass sie dich zu sehr bestimmen, dann frage dich einmal genau, wer hat eigentlich wen? Die Gewohnheit hat nicht dich, sondern du. Du hast die Gewohnheit. Und alles, was du hast, hältst du fest. Und alles, was du festhältst, kannst du loslassen. Es braucht dazu nur eine einzige Entscheidung, nämlich deine Entscheidung zur Leichtigkeit. Und diese Entscheidung, die hast du längst gefällt, sonst hättest du diese Hypnose nicht angeklickt. Und sie nicht bis hierher gehört. Du hast dich entschieden für Leichtigkeit, also wird es dir auch leicht fallen, deine Gewohnheiten zu verändern. Was genau tust du nun,
um jene Gewohnheit, die dich über Jahre schwer gemacht hat, zu einer Gewohnheit zu verändern, die dich leicht macht? Was tust du, wenn du isst, um leichter zu werden, immer leichter zu werden, um leichter zu leben und leichter zu essen? Stell dir jetzt ein Lebensmittel vor, das dich leichter macht. Stell dir vor, wie du es immer öfter und immer genussvoller isst. Denn mit jedem Bissen, den du zu dir nimmst, schenkst du deinem Körper eine herrliche, eine wunderbare Leichtigkeit. Und je länger du dieser Hypnose folgst, desto mehr wird dir bewusst, dass die leichten Nahrungsmittel wesentlich reizvoller, wesentlich besser schmeckend als die schweren sind. Denn du hast begriffen, dass du loslassen willst und leichte Nahrungsmittel, die sind dabei, deine Freunde, die helfen dir. Und weil du deinen Geist auf Leichtigkeit programmiert hast, gefällt dir die Vorstellung immer besser, dass du dich gesund ernährst, leicht ernährst und alles loslässt, beiseite legst, umgehst, was deinen Körper, was deinen Magen so lange an Leichtigkeit gehindert hat. Du lässt diese Gewohnheiten los, du lässt sie los, weil sie dir zu schwer sind. Stell dir wieder deinen ausgestreckten Arm mit der Hantel vor, deinen Arm, der unter diesem Gewicht an deinem Körper zieht. Und jetzt stell dir vor, dass dieser Arm keine Hantel trägt, sondern deine alten Gewohnheiten. Es können Essgewohnheiten sein oder Bewegungsgewohnheiten oder Denkgewohnheiten. Und ich bin ganz sicher, dass du diese nicht günstigen Gewohnheiten loslassen willst. Denn längst hast du erkannt, dass sie dir nicht dienen. Längst weiß dein Unbewusstes, welcher Weg dich ganz leicht zu einer großen Leichtigkeit deines Körpers führen wird. Und wenn du jetzt, genau jetzt, noch einmal auf das Gewicht an deinem Arm achtest, wie sehr es zieht, wie sehr es dich belastet, dann bist du endlich bereit, die weniger günstigen Gewohnheiten loszulassen. Öffne jetzt in Gedanken deine Hand und spür, wie du deine schweren Gewohnheiten, deine Gewohnheiten, die dich schwer gemacht haben, wie du diese Gewohnheiten loslässt.
Spür, wie du dich davon befreist. Spür, wie du leicht wirst, wie du schwebst, wie du abhebst in einen meditativen Zustand. Und jetzt genieße diese Leichtigkeit, diese neue Leichtigkeit in deinem Leben. Und jetzt mal dir aus, wie dein Leben umso erfüllter wird, je mehr Raum du dieser Leichtigkeit einräumst. Du holst Leichtigkeit in dein Leben mit jedem Atemzug, den du nimmst. Du holst Leichtigkeit in dein Leben mit jeder gesunden Mahlzeit, die du isst. Du holst Leichtigkeit in dein Leben mit jedem zusätzlichen Meter, den du gehst oder schwimmst oder mit dem Rad fährst. Du holst Leichtigkeit in dein Leben, weil du jetzt immer öfter die Treppe nimmst, statt den Aufzug oder die Rolltreppe zu nehmen. Du holst mehr Leichtigkeit in dein Leben, weil du vielleicht eine Bus- oder Bahnstation früher aussteigst, um den Rest des Weges zu laufen, oder dir bewusst einen weit entfernten Parkplatz suchst. Du holst mehr Leichtigkeit in dein Leben, weil du deinen Tag am frühen Morgen schon durch Gymnastik und mit Bewegung begrüßt. Du holst mehr Leichtigkeit in dein Leben, weil du dich mehr als je zuvor bewegst und eine große Freude an dieser Bewegung empfindest. Du erinnerst dich an deine Kindheit, als du nicht genug zappeln und laufen und rennen konntest. Denn der Drang nach Bewegung, der ist in dir ganz tief angelegt. Du bewegst deinen Körper und das macht deinen Körper leichter. Und du bewegst deine Gedanken und das macht deine Gedanken leichter. Je leichter du isst, desto mehr kannst du deine Mahlzeiten nachhaltig genießen. Es ist ein so herrliches Gefühl, dass du jetzt auch nach dem Essen ein gutes Gewissen hast, dass du auch nach dem Essen weißt, du hast etwas Großartiges für dich und für deine Leichtigkeit getan.
Es ist ein herrliches Gefühl, wenn du ein gesundes Leben führst, ein leichtes Leben führst, ein Leben, in dem du alles loslässt, was dir nicht leicht genug erscheint. Alles, was du jetzt noch isst, das schenkt dir Leichtigkeit, weil es leicht ist. Du schenkst dir diese herrliche Leichtigkeit mit Gemüse, mit Salat, mit Obst, mit Wasser, mit Tee. Und mit ganz viel Bewegung draußen an der frischen Luft oder auch drinnen. Und je mehr du dich bewegst im Laufe eines Tages, desto leichter kannst du abends in deinen Schlaf gleiten. Es ist ein bereicherndes Gefühl, den eigenen Körper bewegt zu haben. Es führt zu einer gesunden Leichtigkeit des Schlafes. Denn was sich bewegt, kann besser ruhen. Und was leicht ist, kann sich besser mit einer schweren Müdigkeit füllen. Und während du vielleicht schon spürst, dass sich Traumbilder vor dein inneres Auge schieben, während du spürst, dass eine neue Leichtigkeit in dein Leben gekommen ist, und während du schon weißt, dass du diese Hypnose mindestens auch die nächsten 30 Tage hören wirst, derweil werde ich dich jetzt mit Affirmationen in deinen Schlaf begleiten. Das sind Sätze, die deinen Geist auf die neue Leichtigkeit programmieren und die ihre Wirkung auf Tage, auf Wochen, ja sogar auf Monate hinaus entfalten können. Lass die Hypnose also unbedingt weiterlaufen, auch falls du schon kurz vor dem Einschlafen bist. Denn diese Affirmationen erreichen dein Unbewusstes im Schlaf ganz besonders gut und sie festigen dein inneres Programm zum Loslassen und zur Leichtigkeit. Ich bin so leicht, dass ich schweben kann. Ich bin so leicht,
wie eine Feder. Ich bin so leicht, dass der Wind mich wegtragen kann. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was ich nicht brauche. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was mich beschwert. Ich liebe es, dass meine Seele immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer, immer leichter wird. Ich entdecke die Leichtigkeit meines Lebens. Ich genieße die Leichtigkeit meines Lebens. Ich freue mich sehr, wie leicht das Loslassen ist. Ich habe begriffen, dass Loslassen mir neue Energie schenkt. Und darum lasse ich das Schwere ab sofort los. Ich lasse Gedanken los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse Reserven an meinem Körper los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse alles los, was mir nicht leicht genug ist. Und je mehr ich loslasse, desto wohler fühle ich mich in meiner Haut. Und je mehr ich loslasse, desto leichter fällt mir ein tiefer, erholsamer Schlaf. Ich merke, wie leicht die Müdigkeit mich einnimmt. Ich merke, wie leicht der Schlaf mich an sich zieht. Ich schlafe mit positiven Gedanken darüber ein, wie mein Gewicht sich entwickelt. Ich schlafe ein mit positiven Gedanken darüber, wie meine Ernährung sich entwickelt. Ich liebe mich so, wie ich jetzt gerade bin.
Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in meinen Körper zu holen. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in mein Leben zu holen. Ich entscheide selbst, wie sehr ich abnehme. Und ich merke es jedes Mal, wenn ich esse, dass ich satt bin. Es ist ein wunderbares Gefühl, Sättigung zu spüren. Und wenn ich satt bin, höre ich mit dem Essen auf. Ich esse nur noch das, was ich wirklich essen will. Ich esse nur noch das, was meiner Seele und meinem Körper gut tut. Ich esse so, dass ich mich nach dem Essen gut fühle. Ich esse mit Genuss und mit Verstand. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und ich bestimme selbst, was ich esse. Ich entscheide mich, was ich meinem Körper zuführe. Ich bin wie ein Zöllner, der ein Land bewacht. Ich allein entscheide, was durch darf. Und ich allein entscheide, was draußen bleibt. Und es macht mir eine große Freude, dass ich meine Ernährung selbst bestimmen kann. Es macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, was auf meinen Teller kommt. Es macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, wann ich esse. Ich esse dann, wenn ich es mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse das, was ich mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und je bewusster ich esse, desto besser schmeckt es mir.
Und je bewusster ich esse, desto besser fühle ich mich. Ich weiß jetzt, wie ich essen und abnehmen zur gleichen Zeit kann. Ich weiß jetzt, welche Nahrungsmittel mir gut tun. Ich freue mich jeden Tag auf meinen Anblick im Spiegel. Ich freue mich jeden Tag auf mein Gewicht auf der Waage. Denn ich weiß, dass ich abnehme, weil ich mich noch gesünder ernähre. Ich nehme die Treppe, wenn andere in den Fahrstuhl steigen. Ich schnüre die Laufschuhe, wenn andere ins Auto steigen. Ich genieße es, dass ich aus eigener Kraft in Bewegung komme. Ich genieße es, dass mit jedem Schritt meine Gedanken ins Fließen kommen. Es macht mir große Freude, dass ich mich vorwärts bewege. Ich bin ein Mensch, dem das Leben leicht fällt. Ich bin ein Mensch, der sich immer leichter fortbewegt. Ich bin ein Mensch, der immer leichter wird. Ich erfreue mich daran, dass mein Körper in Form kommt. Ich erfreue mich daran, dass ich meine eigene Leichtigkeit entdecke. Ich bin so leicht wie eine Feder. Ich liebe es, dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer, immer, immer leichter wird und leichter wird. Ich bin die Leichtigkeit in Person. Ich habe alles losgelassen, was mir nicht leicht genug war.
und ich liebe mein erleichtertes Leben. Und ich spüre, dass es von Tag zu Tag noch etwas leichter wird. Und ich spüre, dass ich von Tag zu Tag noch etwas leichter werde. Ich bin so leicht, dass mein Gang federt. Ich bin so leicht, dass ich schweben kann. Ich bin so leicht wie eine Feder. Ich bin so leicht, dass der Wind mich wegtragen kann. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was ich nicht brauche. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was mich beschwert. Ich liebe es, dass meine Seele immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer, immer leichter wird. Ich entdecke die Leichtigkeit meines Lebens. Ich genieße die Leichtigkeit meines Lebens. Ich freue mich sehr, wie leicht das Loslassen ist. Ich habe begriffen, dass Loslassen mir neue Energie schenkt. Und darum lasse ich das Schwere ab sofort los. Ich lasse Gedanken los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse Reserven an meinem Körper los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse alles los, was mir nicht leicht genug ist. Und je mehr ich loslasse, desto wohler fühle ich mich in meiner Haut. Und je mehr ich loslasse, desto leichter fällt mir ein tiefer, erholsamer Schlaf.
Ich merke, wie leicht die Müdigkeit mich einnimmt. Ich merke, wie leicht der Schlaf mich an sich zieht. Ich schlafe mit positiven Gedanken darüber ein, wie mein Gewicht sich entwickelt. Ich schlafe ein mit positiven Gedanken darüber, wie meine Ernährung sich entwickelt. Ich liebe mich so, wie ich jetzt gerade bin. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in meinen Körper zu holen. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in mein Leben zu holen. Ich entscheide selbst, wie sehr ich abnehme. Und ich merke es jedes Mal, wenn ich esse, dass ich satt bin. Es ist ein wunderbares Gefühl, Sättigung zu spüren. Und wenn ich satt bin, höre ich mit dem Essen auf. Ich esse nur noch das, was ich wirklich essen will. Ich esse nur noch das, was meiner Seele und meinem Körper gut tut. Ich esse so, dass ich mich nach dem Essen gut fühle. Ich esse mit Genuss und mit Verstand. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und ich bestimme selbst, was ich esse. Ich entscheide mich, was ich meinem Körper zuführe. Ich bin wie ein Zöllner, der ein Land bewacht. Ich allein entscheide, was durch darf. Und ich allein entscheide, was draußen bleibt. Und es macht mir eine große Freude, dass ich meine Ernährung selbst bestimmen kann. Es macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, was auf meinen Teller kommt.
Es macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, wann ich esse. Ich esse dann, wenn ich es mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse das, was ich mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und je bewusster ich esse, desto besser schmeckt es mir. Und je bewusster ich esse, desto besser fühle ich mich. Ich weiß jetzt, wie ich Essen und Abnehmen zur gleichen Zeit kann. Ich weiß jetzt, welche Nahrungsmittel mir gut tun. Ich freue mich jeden Tag auf meinen Anblick im Spiegel. Ich freue mich jeden Tag auf mein Gewicht auf der Waage. Denn ich weiß, dass ich abnehme, weil ich mich noch gesünder ernähre. Ich nehme die Treppe, wenn andere in den Fahrstuhl steigen. Ich schnüre die Laufschuhe, wenn andere ins Auto steigen. Ich genieße es, dass ich aus eigener Kraft in Bewegung komme. Ich genieße es, dass mit jedem Schritt meine Gedanken ins Fließen kommen. Es macht mir große Freude, dass ich mich vorwärts bewege. Ich bin ein Mensch, dem das Leben leicht fällt. Ich bin ein Mensch, der sich immer leichter fortbewegt. Ich bin ein Mensch, der immer leichter wird. Ich erfreue mich daran, dass mein Körper in Form kommt. Ich erfreue mich daran, dass ich meine eigene Leichtigkeit entdecke. Ich bin so leicht wie eine Feder. Ich liebe es, dass mein Leben immer leichter wird.
Ich liebe es, dass mein Körper immer, immer, immer leichter wird und leichter wird.
Ich bin die Leichtigkeit in Person. Ich habe alles losgelassen, was mir nicht leicht genug war. Und ich liebe mein erleichtertes Leben. Und ich spüre, dass es von Tag zu Tag noch etwas leichter wird. Und ich spüre, dass ich von Tag zu Tag noch etwas leichter werde. Ich bin so leicht, dass mein Gang federt. Ich bin so leicht, dass ich schweben kann. Ich bin so leicht wie eine Feder. Ich bin so leicht, dass der Wind mich wegtragen kann. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was ich nicht brauche. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was mich beschwert. Ich liebe es, dass meine Seele immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer, immer leichter wird. Ich entdecke die Leichtigkeit meines Lebens. Ich genieße die Leichtigkeit meines Lebens. Ich freue mich sehr, wie leicht das Loslassen ist. Ich habe begriffen, dass Loslassen mir neue Energie schenkt. Und darum lasse ich das Schwere ab sofort los. Ich lasse Gedanken los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse Reserven an meinem Körper los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse alles los, was mir nicht leicht genug ist. Und je mehr ich loslasse, desto wohler fühle ich mich in meiner Haut.
Und je mehr ich loslasse, desto leichter fällt mir ein tiefer, erholsamer Schlaf. Ich merke, wie leicht die Müdigkeit mich einnimmt. Ich merke, wie leicht der Schlaf mich an sich zieht. Ich schlafe mit positiven Gedanken darüber ein, wie mein Gewicht sich entwickelt. Ich schlafe ein mit positiven Gedanken darüber, wie meine Ernährung sich entwickelt. Ich liebe mich so, wie ich jetzt gerade bin. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in meinen Körper zu holen. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in mein Leben zu holen. Ich entscheide selbst, wie sehr ich abnehme. Und ich merke es jedes Mal, wenn ich esse, dass ich satt bin. Es ist ein wunderbares Gefühl, Sättigung zu spüren. Und wenn ich satt bin, höre ich mit dem Essen auf. Ich esse nur noch das, was ich wirklich essen will. Ich esse nur noch das, was meiner Seele und meinem Körper gut tut. Ich esse so, dass ich mich nach dem Essen gut fühle. Ich esse mit Genuss und mit Verstand. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und ich bestimme selbst, was ich esse. Ich entscheide mich, was ich meinem Körper zuführe. Ich bin wie ein Zöllner, der ein Land bewacht. Ich allein entscheide, was durch darf. Und ich allein entscheide, was draußen bleibt. Und es macht mir eine große Freude, dass ich meine Ernährung selbst bestimmen kann.
macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, was auf meinen Teller kommt. Es macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, wann ich esse. Ich esse dann, wenn ich es mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse das, was ich mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und je bewusster ich esse, desto besser schmeckt es mir. Und je bewusster ich esse, desto besser fühle ich mich. Ich weiß jetzt, wie ich essen und abnehmen zur gleichen Zeit kann. Ich weiß jetzt, welche Nahrungsmittel mir gut tun. Ich freue mich jeden Tag auf meinen Anblick im Spiegel. Ich freue mich jeden Tag auf mein Gewicht auf der Waage. Denn ich weiß, dass ich abnehme, weil ich mich noch gesünder ernähre. Ich nehme die Treppe, wenn andere in den Fahrstuhl steigen. Ich schnüre die Laufschuhe, wenn andere ins Auto steigen. Ich genieße es, dass ich aus eigener Kraft in Bewegung komme. Ich genieße es, dass mit jedem Schritt meine Gedanken ins Fließen kommen. Es macht mir große Freude, dass ich mich vorwärts bewege. Ich bin ein Mensch, dem das Leben leicht fällt. Ich bin ein Mensch, der sich immer leichter fortbewegt. Ich bin ein Mensch, der immer leichter wird. Ich erfreue mich daran, dass mein Körper in Form kommt. Ich erfreue mich daran, dass ich meine eigene Leichtigkeit entdecke. Ich bin so leicht wie eine Feder.
Ich liebe es, dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer, immer, immer leichter wird und leichter wird.
bin die Leichtigkeit in Person. Ich habe alles losgelassen, was mir nicht leicht genug war. Und ich liebe mein erleichtertes Leben. Und ich spüre, dass es von Tag zu Tag noch etwas leichter wird. Und ich spüre, dass ich von Tag zu Tag noch etwas leichter werde. Ich bin so leicht, dass mein Gang federt. Ich bin so leicht, dass ich schweben kann. Ich bin so leicht wie eine Feder. Ich bin so leicht, dass der Wind mich wegtragen kann. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was ich nicht brauche. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was mich beschwert. Ich liebe es, dass meine Seele immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer, immer leichter wird. Ich entdecke die Leichtigkeit meines Lebens. Ich genieße die Leichtigkeit meines Lebens. Ich freue mich sehr, wie leicht das Loslassen ist. Ich habe begriffen, dass Loslassen mir neue Energie schenkt. Lasse ich das Schwere ab sofort los. Ich lasse Gedanken los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse Reserven an meinem Körper los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse alles, alles los, was mir nicht leicht genug ist. Und je mehr ich loslasse, desto wohler fühle ich mich in meiner Haut.
je mehr ich loslasse, desto leichter fällt mir ein tiefer, erholsamer Schlaf. Ich merke, wie leicht die Müdigkeit mich einnimmt. Ich merke, wie leicht der Schlaf mich an sich zieht. Ich schlafe mit positiven Gedanken darüber ein, wie mein Gewicht sich entwickelt. Ich schlafe ein mit positiven Gedanken darüber, wie meine Ernährung sich entwickelt. Ich liebe mich so, wie ich jetzt gerade bin. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in meinen Körper zu holen. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in mein Leben zu holen. Ich entscheide selbst, wie sehr ich abnehme. Und ich merke es jedes Mal, wenn ich esse, dass ich satt bin. Es ist ein wunderbares Gefühl, Sättigung zu spüren. Wenn ich satt bin, höre ich mit dem Essen auf. Ich esse nur noch das, was ich wirklich essen will. Ich esse nur noch das, was meiner Seele und meinem Körper gut tut. Ich esse so, dass ich mich nach dem Essen gut fühle. Ich esse mit Genuss und mit Verstand. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und ich bestimme selbst, was ich esse. Ich entscheide mich, was ich meinem Körper zuführe. Ich bin wie ein Zöllner, der ein Land bewacht. Ich allein entscheide, was durch darf. Und ich allein entscheide, was draußen bleibt. Und es macht mir eine große Freude, dass ich meine Ernährung selbst bestimmen kann.
Es macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, was auf meinen Teller kommt. Es macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, wann ich esse. Ich esse dann, wenn ich es mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse das, was ich mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und je bewusster ich esse, desto besser schmeckt es mir. Je bewusster ich esse, desto besser fühle ich mich. Ich weiß jetzt, wie ich essen und abnehmen zur gleichen Zeit kann. Ich weiß jetzt, welche Nahrungsmittel mir gut tun. Ich freue mich jeden Tag auf meinen Anblick im Spiegel. Ich freue mich jeden Tag auf mein Gewicht auf der Waage. Denn ich weiß, dass ich abnehme, weil ich mich noch gesünder ernähre. Ich nehme die Treppe, wenn andere in den Fahrstuhl steigen. Ich schnüre die Laufschuhe, wenn andere ins Auto steigen. Ich genieße es, dass ich aus eigener Kraft in Bewegung komme. Ich genieße es, dass mit jedem Schritt meine Gedanken ins Fließen kommen. Es macht mir große Freude, dass ich mich vorwärts bewege. Ich bin ein Mensch, dem das Leben leicht fällt. Ich bin ein Mensch, der sich immer leichter fortbewegt. Ich bin ein Mensch, der immer leichter wird. Ich erfreue mich daran, dass mein Körper in Form kommt. Ich erfreue mich daran, dass ich meine eigene Leichtigkeit entdecke. Ich bin so leicht wie eine Feder.
liebe es, dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer leichter wird und leichter wird.
Ich bin die Leichtigkeit in Person. Ich habe alles losgelassen, was mir nicht leicht genug war. Und ich liebe mein erleichtertes Leben. Und ich spüre, dass es von Tag zu Tag noch etwas leichter wird. Und ich spüre, dass ich von Tag zu Tag noch etwas leichter werde. Ich bin so leicht, dass mein Gang federt. Ich bin so leicht, dass ich schweben kann. Ich bin so leicht wie eine Feder. Ich bin so leicht, dass der Wind mich wegtragen kann. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was ich nicht brauche. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was mich beschwert. Ich liebe es, dass meine Seele immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer, immer leichter wird. Ich entdecke die Leichtigkeit meines Lebens. Ich genieße die Leichtigkeit meines Lebens. Ich freue mich sehr, wie leicht das Loslassen ist. Ich habe begriffen, dass Loslassen mir neue Energie schenkt. Und darum lasse ich das Schwere ab sofort los. Ich lasse Gedanken los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse Reserven an meinem Körper los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse alles los, was mir nicht leicht genug ist. Und je mehr ich loslasse, desto wohler fühle ich mich in meiner Haut.
Und je mehr ich loslasse, desto leichter fällt mir ein tiefer, erholsamer Schlaf. Ich merke, wie leicht die Müdigkeit mich einnimmt. Ich merke, wie leicht der Schlaf mich an sich zieht. Ich schlafe mit positiven Gedanken darüber ein, wie mein Gewicht sich entwickelt. Ich schlafe ein mit positiven Gedanken darüber, wie meine Ernährung sich entwickelt. Ich liebe mich so, wie ich jetzt gerade bin. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in meinen Körper zu holen. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in mein Leben zu holen. Ich entscheide selbst, wie sehr ich abnehme. Und ich merke es jedes Mal, wenn ich esse, dass ich satt bin. Es ist ein wunderbares Gefühl, Sättigung zu spüren. Und wenn ich satt bin, höre ich mit dem Essen auf. Ich esse nur noch das, was ich wirklich essen will. Ich esse nur noch das, was meiner Seele und meinem Körper gut tut. Ich esse so, dass ich mich nach dem Essen gut fühle. Ich esse mit Genuss und mit Verstand. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und ich bestimme selbst, was ich esse. Ich entscheide mich, was ich meinem Körper zuführe. Ich bin wie ein Zöllner, der ein Land bewacht. Ich allein entscheide, was durch darf. Und ich allein entscheide, was draußen bleibt. Es macht mir eine große Freude, dass ich meine Ernährung selbst bestimmen kann.
macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, was auf meinen Teller kommt. Es macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, wann ich esse. Ich esse dann, wenn ich es mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse das, was ich mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und je bewusster ich esse, desto besser schmeckt es mir. Und je bewusster ich esse, desto besser fühle ich mich. Ich weiß jetzt, wie ich essen und abnehmen zur gleichen Zeit kann. Ich weiß jetzt, welche Nahrungsmittel mir gut tun. Ich freue mich jeden Tag auf meinen Anblick im Spiegel. Ich freue mich jeden Tag auf mein Gewicht auf der Waage. Denn ich weiß, dass ich abnehme, weil ich mich noch gesünder ernähre. Ich nehme die Treppe, wenn andere in den Fahrstuhl steigen. Ich schnüre die Laufschuhe, wenn andere ins Auto steigen. Ich genieße es, dass ich aus eigener Kraft in Bewegung komme. Ich genieße es, dass mit jedem Schritt meine Gedanken ins Fließen kommen. Es macht mir große Freude, dass ich mich vorwärts bewege. Ich bin ein Mensch, dem das Leben leicht fällt. Ich bin ein Mensch, der sich immer leichter fortbewegt. Ich bin ein Mensch, der immer leichter wird. Ich erfreue mich daran, dass mein Körper in Form kommt. Ich erfreue mich daran, dass ich meine eigene Leichtigkeit entdecke. Ich bin so leicht wie eine Feder.
Ich liebe es, dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer, immer, immer leichter wird und leichter wird.
Ich bin die Leichtigkeit in Person. Ich habe alles losgelassen, was mir nicht leicht genug war. Und ich liebe mein erleichtertes Leben. Und ich spüre, dass es von Tag zu Tag noch etwas leichter wird. Und ich spüre, dass ich von Tag zu Tag noch etwas leichter werde. Ich bin so leicht, dass mein Gang federt. Ich bin so leicht, dass ich schweben kann. Ich bin so leicht wie eine Feder. Ich bin so leicht, dass der Wind mich wegtragen kann. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was ich nicht brauche. Ich bin so leicht, weil ich alles loslasse, was mich beschwert. Ich liebe es, dass meine Seele immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer, immer leichter wird. Ich entdecke die Leichtigkeit meines Lebens. Genieße die Leichtigkeit meines Lebens. Ich freue mich sehr, wie leicht das Loslassen ist. Ich habe begriffen, dass Loslassen mir neue Energie schenkt. Lasse ich das Schwere ab sofort los. Ich lasse Gedanken los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse Reserven an meinem Körper los, die mir nicht leicht genug sind. Ich lasse alles los, was mir nicht leicht genug ist. Und je mehr ich loslasse, desto wohler fühle ich mich in meiner Haut.
leichter fällt mir ein tiefer, erholsamer Schlaf. Ich merke, wie leicht die Müdigkeit mich einnimmt. Ich merke, wie leicht der Schlaf mich an sich zieht. Ich schlafe mit positiven Gedanken darüber ein, wie mein Gewicht sich entwickelt. Ich schlafe ein mit positiven Gedanken darüber, wie meine Ernährung sich entwickelt. Ich liebe mich so, wie ich jetzt gerade bin. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in meinen Körper zu holen. Ich habe die große Chance, mehr Leichtigkeit in mein Leben zu holen. Ich entscheide selbst, wie sehr ich abnehme. Und ich merke es jedes Mal, wenn ich esse, dass ich satt bin. Es ist ein wunderbares Gefühl, Sättigung zu spüren. Und wenn ich satt bin, höre ich mit dem Essen auf. Ich esse nur noch das, was ich wirklich essen will. Ich esse nur noch das, was meiner Seele und meinem Körper gut tut. Ich esse so, dass ich mich nach dem Essen gut fühle. Ich esse mit Genuss und mit Verstand. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und ich bestimme selbst, was ich esse. Ich entscheide mich, was ich meinem Körper zuführe. Ich bin wie ein Zöllner, der ein Land bewacht. Ich allein entscheide, was durch darf. Und ich allein entscheide, was draußen bleibt. Es macht mir eine große Freude, dass ich meine Ernährung selbst bestimmen kann.
Es macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, was auf meinen Teller kommt. Es macht mir eine große Freude, dass ich bestimme, wann ich esse. Ich esse dann, wenn ich es mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse das, was ich mir wirklich vorgenommen habe. Ich esse mit Verstand und mit Genuss. Und je bewusster ich esse, desto besser schmeckt es mir. Je bewusster ich esse, desto besser fühle ich mich. Ich weiß jetzt, wie ich essen und abnehmen zur gleichen Zeit kann. Ich weiß jetzt, welche Nahrungsmittel mir gut tun. Ich freue mich jeden Tag auf meinen Anblick im Spiegel. Ich freue mich jeden Tag auf mein Gewicht auf der Waage. Ich weiß, dass ich abnehme, weil ich mich noch gesünder ernähre. Ich nehme die Treppe, wenn andere in den Fahrstuhl steigen. Ich schnüre die Laufschuhe, wenn andere ins Auto steigen. Ich genieße es, dass ich aus eigener Kraft in Bewegung komme. Ich genieße es, dass mit jedem Schritt meine Gedanken ins Fließen kommen. Es macht mir große Freude, dass ich mich vorwärts bewege. Ich bin ein Mensch, dem das Leben leicht fällt. Ich bin ein Mensch, der sich immer leichter fortbewegt. Ich bin ein Mensch, der immer leichter wird. Ich erfreue mich daran, dass mein Körper in Form kommt. Ich erfreue mich daran, dass ich meine eigene Leichtigkeit entdecke. Ich bin so leicht wie eine Feder.
dass mein Leben immer leichter wird. Ich liebe es, dass mein Körper immer leichter wird und leichter wird.